größte Scheiß. Der größte Scheiß. Komplett overpriced. Das ja. Würde ich gar nicht empfehlen. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wir sind heute wieder auf den Streets in Wien unterwegs, um die coolsten und extravagantesten Outfits zu finden. Für all jene, die mehr auf cleanere Sachen stehen oder Everyday Wear und zwar in der besten Qualität, jetzt noch die Möglichkeit bei MM Tabula Rasa zu bestellen, unten in der Infobox verlinkt. Wir schauen so ein bisschen durch Wien, suchen uns nicht so diese klassischen Leute mit Air Force und Jordan und Off-White Shirts und so weiter heraus, sondern wir suchen wirklich einen Stil bzw. eine Art, wie sie sich kleiden, der einem zeigt, dass man sich was überlegt hat, unabhängig davon, ob es jetzt unbedingt der Geschmack von der breiten Masse ist. Auch ich heute wieder in einem Stil, der vielleicht für manche etwas komisch wirkt, aber mir taugt es komplett. Ich habe die Off-White Blazer an, dazu eine helle Baggy Jeans. Ich habe den Ferragamo Gürtel kombiniert mit meinem Nietengürtel. Dieser Stilbruch gefällt mir ganz gut. Dazu einfach irgendein Untershirt, Unterhemd, wie man in Deutschland sagt. Mein Jacquemus-Hemd. Wir haben das extra googelt vorher, damit wir es diesmal richtig aussprechen. Und für den Eisfaktor meine neue Casio. Der Trip ist am Start, Freunde. Wisst Bescheid. Jetzt gar nicht mehr länger quatschen. Wir machen uns direkt auf den Weg. Bin schon gespannt, was abgeht. Let's go. Übrigens, Geheimtipp von mir. Wer mal in Wien ist und so ein bisschen Vintage shoppen möchte, da in der Neubaugasse gibt es einen Vintage-Laden, Boutique 54. Die haben sehr, sehr Seiten. Extrem arg. Keine Werbekooperation, aber Geheimtipp. So, Freunde, wir haben die ersten coolen gefunden. Seid ihr ein Pärchen? Nein, gar nicht. Okay, also nur befreundet. Ja. Ihr seid aber nicht aus Wien, oder? Ich schon, sie ist aus Südtirol. Okay, wie heißt du? Ich bin Matteo. Matteo, und du? Franziska. Du kommst aus Südtirol. Südtirol. Tausche Wien gegen Südtirol, sagt man, oder? Ganz genau. Okay, perfekt. Ihr habt wirklich sehr, sehr coole Outfits am Start. Vielleicht fangen wir gleich mal bei dir an. Okay. Du hast eine nice Radlerbrille am Start. Ja, genau. Ja? So eine eigentlich relativ billige Brille, die ich zum Radfahren halt benutze, ja. Aber sie sieht chillig aus. So ein Vintage-Rad ein bisschen, oder? Ja, genau. Selbst angemalt. Selbst angemalt? Ja. Okay, cool. Schwarz das heißt, halt wie immer, aber... Okay, ihr verfeinert Dinge auch gerne mit eurem eigenen Touch. Ja, eigentlich schon. Okay, du hast so fast schon baggy in die Richtung, die Hose. Was ja, ist das für eine? Ja, das mag ich. Das ist nur so eine, die ich halt mal gekauft habe. Irgendwo? Vintage? Ja, oder? Nee, die habe ich im Geschäft gekauft. Geschäft Massimo gekauft. Die halt. Aber. Ah, okay, okay. Also so ein bisschen baggy magst du. Das ist eigentlich eine Frauenhose. Ah, cool. Okay, das heißt, du gehst auch in Stores ja, und schaust gar nicht. Relativ egal. Hauptsache es fittet, oder? Ja, Hauptsache es passt. Sehr geil. Was hast du für Schuhe dazu? New Rock. Ah, ihr habt sie gleichen. Ja. Du seid im Veranstaltung. Weniger Hohen an und okay, sehr, sehr cool. Dazu Baggy, damit es von der Form her passt, hast du eher ein Slim-Shirt an? Ja, schon eher ein bisschen engeres. Perlenkette dazu? Ja, halt heute mal. Heute mal, okay. Ausnahmsweise. Okay, Tasche, irgendwas? Ja, halt Prada. Prada-Tasche, okay. Also Marken kann man gezielt einsetzen, aber es muss nicht alles Marke sein. Ja. Ich trage auch auf ganz billige Sachen. Also, ja. Ich finde, es muss einfach schön aussehen. Also, ja. Schmuck-Ohrringe in Gold? Ja, halt. Ja. Ist das irgendwas Besonderes? Nein, haben wir einen. Okay. Ja. Und dann noch ein Stirnband dazu? Ja, halt Stirnband. Ja. Beim Radfahren ganz toll. Ja, das ist praktisch. Ja, ich schwitze selber. In einer langen Hose ist eine Katastrophe, weil das ist wirklich heiß. Ja. Deswegen bist du ein bisschen besser zu den Temperaturen angepasst. Wir haben schon gesagt, du hast die gleichen Schuhe wie er. Genau, New Rock, anderes Modell, aber ja. Deine Radlerhose ist mir aufgefallen. Genau. Oder Radlerhose, war das eine Legging oder was war das? Das war eine Legging, die haben wir auch geschnitten. Okay, das heißt, du hast selber eine Radlerhose drauf gemacht. Genau. Und die habe ich von ihm gekriegt. Also hast du selber gemacht? Ja. Machst du selber Ketten? Also ich habe ihn ja selber gemacht. Ah, sehr, sehr cool. Ja, ich mache halt Schmuck. Dann einfach Sweater, falls es ein bisschen kühler wird. Flohmarkt, alles. Ah, Flohmarkt. Sehr cool. Das Shirt nochmal abgeschnitten oder nein, einfach? Nein, das ist ein Body, den habe ich auch gebunden. Ach so, ein Body ist das einfach. Okay, genau. Witzig. Ja. Sehr, sehr nah. Da, ich sehe das, den einen Ohrring, vielleicht zeigst du ganz kurz, so ein bisschen die Punk-Vibes, oder? Genau. Den habe ich im Internet gekauft. Okay. Weiß ich nicht mehr genau. Okay, cool. So, ja. Und Ringe noch zum Verfeinern. Genau. Ich mag die Fingernägel, die sind cool. In Schwarz passt perfekt dazu. Ja, danke. Ja. Sehr, sehr coole Outfits, also wirklich sehr nice, auch die Tasche dazu perfekt abgestimmt. Freuen uns Dankeschön. Sehr, dass wir sowas auch mal in Wien sehen. Okay. Danke vielmals fürs Mitmachen, ich wünsche noch einen wunderschönen Abend. Danke. Ja, danke. Mach's euch. Gut. Tschüss, Baba. Ciao. So Freunde, schaut mal, wen wir da getroffen haben. Den kennen wir noch vom Sneaker festhalten. Du hast dich ziemlich gut bewiesen bei der Challenge, oder? Ziemlich stark. Du gehst da zufällig gerade mit deinem Girl auf und ab. Hallo, grüß dich. Servus, willst du auch für die Kamera? Lieber nicht. Magst du dich nicht mit Philipp zeigen? Okay, perfekt. Philipp, du hast heute ein extravagantes Outfit am Start. Danke. Sind das die Comme des Garçons da unten? Ja, genau. Das sind die Comme des Garçons, ja, fast. Sehr nice. Wie bist du mit denen zufrieden? Sehr. Also am Anfang hat es wehgetan. Da habe ich es mit der zweiten Innensohle probiert, weil die Ferse gedrückt hat. Aber jetzt geht es eh okay. Und jetzt werden schon langsam gemütlich. Ja, dazu? Weil die ja, sind ja drinnen auch aus Leder. Okay. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ja, das macht es ein bisschen ungemütlich. Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, so geht es mir mit meinen Comme des Garçons auch leider. Ich verstehe das komplett. Systemic Pants, oder? Ja.
Was hast du bezahlt für die? Ich habe... Oha, ist uns egal, das ist kein wie viel es dein Outfit wert. Aber was wolltest du sagen? Also ich habe leider nicht Retail gezahlt, weil ich den Drop halt schon mitbekommen habe. Also aber, im Resell gekauft? Ja, aber nicht viel, glaube ich, 10 über Resell. Okay. Ja, und bist zufrieden damit? Extremst. Okay. Hat so einen leichten Schlaghosen-Vibe, ja, oder? Ja. Aber schaut ganz cool aus. Sehe ich das erste Mal in Real Life. Ich finde die Stitchings auch ganz cool. Extremst, ja. Geht so in eine Erotiker-Richtung, was natürlich nie schlecht ist. Und ja, dazu eine... Jeder nennt mir jetzt nacheinander eine Modemarke, weil keiner mehr weiß es draußen. Supreme. Tasche. Ja, Supreme Bag, ja. Bringst du die... Supreme. Weg. Vibes back so ein bisschen oder einfach nur die Bag? Ich brauchte eine Bag und dachte mir, die ist eh ganz nice. Und schlicht und passt die überall dazu. Die habe ich jetzt auch schon 1,5 Jahre. Okay, und bist zufrieden damit? Ja, extrem. Dazu schon ein bisschen schmutzig geworden, oder? Was ist da für ein krankes Shirt an? Okay, wildes M&M-Shirt. Der größte Scheiß. Der größte Scheiß. Komplett overpriced, das würde ich gar nicht empfehlen. Ja, voll, deswegen hast du das. Und dazu, nice Brille. Du hast mir die empfohlen und ich habe die dann nachgekauft. Ich habe sie ja schon gesehen. Du hast die auch von Zalando, gell? Ja, Ja, stabiler Fit. Also wir wollen dich gar nicht länger aufhalten mit deinem Girl. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, gell? Tut's nichts, was ich nicht auch tun würde. Und freue mich, wir rennen uns sicher nochmal über den Weg. Schönen Abend euch, macht's gut. Danke. Tschüss, Baba. Ja, Freunde, man merkt, es wird schon spät. Die sind aber schon seit Vormittag da drüben am Trichtern. Wir schauen, ob wir noch einen finden, aber es wird schon dunkel. So, Freunde, nächster cooler Fit. Wie heißt du? Onur. Onur, freut mich sehr. Du bist uns da gerade spontan entgegengelaufen. Wir haben uns aber schon mal getroffen auf einer Veranstaltung, haben wir gerade gesprochen, gell? Genau, richtig. Genau, so ist das. Welche Veranstaltung war das? Austrian Video Awards. Wer hat da gewonnen? Natürlich du. Kurz einmal den Flex reingehauen. Na, Spaß natürlich. Also kein Spaß, ich habe den schon gewonnen. Also passt lieber auf, gell? Award-Gewinner. Nein, ich mach Joke. So, cooler Fit. Mir sind vor allem deine Schuhe aufgefallen. Du hast die farblich alles ein bisschen abgestimmt. Zur Hose, dann nochmal zum Rucksack. Sehr viel Schmuck auch am Start. Und ja, natürlich die Golfer-Cap, sagt man da so dazu? Ja, Golfer-Cap, ja. Schiebermütze oder... Schiebermütze. Wie heißt die Marke? Kangol. Kangol. Kennt man von diesem Kangaroo, aber den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Sehr nice. Die Schuhe sind ein bisschen auf Wanderschuhe angelehnt, oder? Ja, die sind halt sehr random. Ich habe jetzt meinen Style halt komplett auf so hohe, wie sagt man, Plateaus ausgelegt. Damit man noch ein bisschen extra Größe bekommt oder einfach so? Ja, das denke ich auch, dass das so auch was ausmacht. So. Okay, genau. Nice. Wo hast du die her? Die sind von ASOS. ASOS, okay. Findest du cool. Vor allem mit Kangol oder Kangol dann dazu. Das ist so dieser alte Touch, den man in den 2000ern so gesehen hat, oder? Ja, genau. Also ich mag das auch gerne, so Sachen aus den 70ern oder so. Ja, das wieder aufgreifen, so ein bisschen Geschichte tragen, oder? Auf das, ja, genau. Auf das wollte ich auch so. Einfach so Joggerpants dazu, auf gemütlich. Ist ja doch recht heiß. Ich habe es ein bisschen falsch gemacht mit der langen Hose, aber egal. Und dann ein Oversized-Shirt dazu. Ja. Wo hast du das her? Okay, da ist mit Printing drauf. Sense, ja, genau. Ah, von Sense. Zufrieden damit? Das ist cool. Cooler Print auf jeden Fall. Die machen geile Sachen. Ja, kannst du empfehlen. Ja. Nice. Grüner Rucksack muss natürlich sein, damit alles abgestimmt ist. Ja, das ist so meine Lieblingsfarbe, dieses... Olivgrün. Olivgrün, ja. Genau. Das ist so, ich stehe voll drauf, keine Ahnung warum. Aber. Schmuck, gibt es da irgendeine Geschichte dazu, zu den Ringen und Ketten? Ja, also das ist, die habe ich aus der Türkei eigentlich, die Ringe, aber es Hast ist Hast du Wurzeln dort? Ja, ich bin ursprünglich aus der Türkei, aber das ist schon... Hätte man sich bei Onur denken können, oder? Ja, mehr oder weniger. Ja, okay. Aber das ist so mittlerweile mein Markenzeichen geworden, diese Ringe und der Schmuck, vor allem die Leute. Da hast du einen Wiedererkennungswert. Ja, das auf jeden Fall, vor allem mit den vielen Ohrringen und Nasenpiercings und so weiter. Ja, diese Babys. Ja, recht schon länger wahrscheinlich. Die habe ich schon länger, das ist neu dazugekommen und das auch. Ah, okay. Aber ja, ich bin, ich tendiere eher Silberschmuck zu tragen. Also du scheust dich nicht vor Körperschmuck? Nein, gar nicht. Prinz Albert auch am Start, oder? Ja, noch nicht. Kommt noch, oder was? Werden wir sehen. Okay. Sehr nice. Auf jeden Fall ein Top-Fit. Gefällt mir gut. Danke, dass du mitgemacht hast. Genießt noch den sonnigen Abend heute. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Weiter so noch. Ja. Schönen Abend dir, gell? Mach's gut. Ciao, servus. Ciao, ciao. Ja, Mittwochabend, Leute. Gar nicht mal so easy. Hat die Italien? Nein. Gar nicht mal so viel los, leider. In Corona-Zeiten, in Quarantäne-Zeiten war noch mehr los, aber wir machen das schon. Wir klären das schon, Digga. So, Freunde, wir stehen jetzt bei der...
Anna-Sophie. Anna-Sophie und bei Nicole. Der Nicole. Was macht ihr da heute? Wir gehen jetzt zu Freunden, die feiern zu bei Zwiedemo. Ah, okay, also ihr sauft euch bei Zwiedemo an. Ja, kann man so sagen. An einem Mittwoch. Ja. Sommerferien sind, was macht ihr sonst? Genau. Okay, sehr cool. Und ihr habt euch ein bisschen hergerichtet für heute, oder? Ja, genau. Mir ist euer Outfit aufgefallen, vor allem deins ein bisschen, muss ich sagen, weil die Hose, sowas sieht man selten. Ja. Mit den vielen Herzen, sogar der Knopf ist nochmal ein Herz, habe ich gerade bemerkt. Genau, ja. Wo hast du die her? Die Hose habe ich von Jaded London. Ah, okay, kennt man. Kennt man von einer extravaganten Hosen, Jaded London, jeder kennt sich aus. Okay, dazu Converse, die sind aber ein bisschen mit Plateau. Sind ja, das, genau. Sind das keine Converse? Oh, ja. Doch, sind Converse, aber so mit höherer Plateau. Ja, voll. Du auch etwas bulkigere Schuhe an, die Fila, die sieht man ja relativ oft. Die magst du auch im Hochsommer? Ja, wieso nicht? Kann man immer tragen. Gehst noch am Berg heute, oder? Na, mal schauen, was noch alles so passiert. Stimmt, was, ihr geht auf jeden Fall steil, das ist schon mal fix. Ja, ja. Genau. Okay, perfekt. Prada-Bag am Start. Ja, ganz genau. Und ich habe den Geburtstag jetzt bekommen. Ah, ja. Wann hattest du Geburtstag? Am 30. Juni. Genau, vor einer Woche. Wie alt bist du geworden? 19. Ah, ja, okay, das geht noch. Okay, nice. Dazu nochmal ein Top. Wo hast du das her? Ja, das habe ich von Urban Outfitters. Urban Outfitters, ja, kann man machen. Und ich sehe, du hast sogar den Schmuck noch abgestimmt an das Outfit, oder? Ja, genau. Also kein Zufall. Ja, das habe ich vom Subdued einfach. Okay. Und die Kette? Die Kette von Vivienne Westwood. Ah, da schon, ja. Da hast du ein bisschen Geld ausgegeben. Oder auch bisschen, zum Geburtstag bekommen. Ja. Okay, Goldschmuck dann nochmal abgestimmt und eine extravagante Tasche. Die, ja. Wo hast du die her? Hat eine Freundin von mir gemacht. Wirklich? Deine Freundin macht Taschen? Ja. Nicht schlecht, okay. Und da kann man schon mal eine gratis abstauben, oder? Ja, ganz genau. Du willst kurz einen Plug für sie raushauen vielleicht? Auf Depop, ja. Bella Button. Bella Button. Okay, nice. Top Outfit, gut Dankeschön. Abgestimmt, gefällt mir sehr, sehr gut, muss Dankeschön. Ich sagen. Schauen wir mal zu deinem Outfit. Oh ja, Freunde, schauen wir, was wir noch finden. Jetzt wird's schon langsam höher, sagt die Kasi. Und die stimmt immer. Da merkt man es wieder mal. Erster Bezirk, extravagante Outfits suchen. Nope. Erster Bezirk, Leute wegen erfundenen Modemarken befragen. Ja. Na, hat euch die Mama gleich erzogen? So, Freunde, jetzt ist es auch schon relativ dunkel geworden. Wir hatten in dem Video jetzt nicht die extravagantesten Outfits der Welt, aber schon ein paar nice Fits auf jeden Fall. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und nicht vergessen, Freunde, Tabula Rasa, jetzt online, immer noch erhältlich. Also schaut auf alle Fälle vorbei. In diesem Sinne, Freunde, das war's von mir. Euer Maximilian.